Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen wieder auf dem Kanal zu einem weiteren Modern Warfare Video. Ich weiß, ich bin ein bisschen spät dran mit dem Video, aber natürlich werden wir heute die Obsidian-Tarnung in dem Video freischalten. Und da ich so spät dran bin mit dem Video, habe ich mir gedacht, machst du noch so eine kleine Challenge, wie du das Ganze freischaltest. Dazu kommen wir aber gleich. Und natürlich habe ich noch ein paar Tipps und Tricks, wie ihr das Ganze schneller freischalten könnt. Und natürlich, wie immer, wenn ihr neu auf dem Kanal seid und keine Modern Warfare Videos verpassen wollt, lasst auf jeden Fall gerne ein kostenloses Abo, da würde mich mega freuen. Road to 3K ist da. Für den Obsidian Grind habe ich mich für die MP7 entschieden, einer meiner Lieblingswaffen. Wir haben jetzt mittlerweile 130 geschafft. Wir werden das Ganze natürlich noch ein bisschen hochleveln. Auf Shipment gegen die deutsche Tryhard-Nationalmannschaft. Und danach habe ich mir überlegt, als kleine Challenge, da ich auch ein bisschen spät dran bin, werde ich versuchen, die letzten Kills in Warzone zu machen, beziehungsweise einfach die Obsidian-Tarnung in Warzone freizuspielen. Ich habe mega Bock drauf. Ich hoffe, ihr auch. Falls ja, lasst einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der Runde. Let's go. Oh, das sind alle. Oh, was passiert hier gerade? Ah, wir es unbedingt wissen muss. Ah, was? Wie habe ich das überlebt? Nein, nein, es sind alle... Okay, es gibt aktuell zwei Arten von Shipment-Spielern. Die einen tryharden wirklich ohne mal um jeden einzelnen Kill, um die Obsidian-Tarnung freizuschalten. Und die anderen, ja, spielen halt einfach mit Shotgun. Let's go. Oh. Digga, was ist hier gerade los? Einfach nur Liebe. Der eine spielt mit Javelin. Ich hoffe, der eine... Ihr könnt mir auch gerne mal wieder in die Kommentare schreiben, mit welcher Waffe ihr schon Obsidian habt, beziehungsweise wie weit ihr aktuell seid. Und am letzten Video, beziehungsweise im Stream, haben auch schon viele gesagt, dass sie schon Obsidian frei haben. Also ich hätte es auch schon locker haben können, aber wie gesagt, ich habe am Wochenende fast gar nicht gezockt. Viele waren auch so ungefähr bei der Hälfte. Ihr könnt mir auch gerne in die Kommentare schreiben, mit welcher Waffe ihr aktuell noch zockt, beziehungsweise welche Waffe ihr dann nachträglich noch als zweites oder als drittes noch auf Obsidian zocken wollt. Komm, wir haben jetzt richtig rein. Erste Runde, 83 Kills. Let's go. So, mittlerweile haben wir 136 von 150. Wir sind ordentlich mit der Runde weitergekommen. Wie gesagt, so ein kleiner Tipp, den ich euch jetzt schon mal geben kann, was natürlich auch grundlegend eigentlich klar sein sollte. Ihr müsst natürlich Shipment spielen. Die 24/7 Shipment Playlist ist eigentlich Pflicht, um schnell die Obsidian-Tarnung freischalten zu können. Dann, was ich euch noch empfehlen kann bei den Extras, nehmt am besten Spezialisten-Modus mit. Heißt quasi, wenn ihr Kills macht, dass ihr keine Streaks bekommt, sondern quasi weitere Extras hier dann freischalten könnt. Ich habe standardmäßig Plünderer, Geist und Eifrig am Start. Und zusätzlich, wenn ich Spezialisten-Modus am Start habe, hole ich mal als erstes Perk einfach KRD, dann Hardliner und dann Alttempo. KRD ist auf jeden Fall auch sehr wichtig auf Shipment, denn dort erhaltet ihr ein bisschen weniger Schaden durch zum Beispiel Raketenwerfer und deswegen zockt auf jeden Fall das Perk KRD, beziehungsweise holt euch mit dem Spezialistenbonus dann das Perk KRD. Oh, MP7, einfach beste Waffe. Komm, 10er Streak, let's go. Sie werden so auf mich handeln jetzt. Ah, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Oh, was passiert hier gerade? Ich bin einfach auf Streak. Nein, nein, nein. Ja, ich wusste es, Digga. Jetzt fängt er an mit Brandmunition. Ach, Bruder, wieso? Er spielt Raketenwerfer und Feuershotgun. 138. Das Problem, was ich habe, wenn ich Obsidian in Warzone freischalten will, ich muss wirklich exakt genau wissen, wann ich aufhören muss, damit ich das Ganze nicht irgendwie schon ungewollt im Multiplayer freischalte. Oh, es spielt schon wieder einer mit Brandmunition. Heli-Unterstützung, was? Woher? Ich muss ehrlich sagen, das, was ich bis jetzt so von Obsidian-Tarnung in Videos und Bildern gesehen habe, war jetzt nicht unbedingt das, was ich erwartet habe, aber ich hoffe zumindest, dass die Tarnung bald noch ein bisschen gepatcht wird, dass sie so ein bisschen, ja, mehr zur Geltung kommt, würde ich sagen. Es gibt ja auch die Gerüchte, dass wenn man alle Waffen auf Obsidian hat, dass man dann einfach noch eine speziellere Obsidian-Tarnung bekommen wird, aber das kann ich mir aber auch ehrlich gesagt einfach gar nicht vorstellen. Bräuchte aber die Damaskus-Tarnung und zusätzlich müsste man für jede einzelne Tarnung die Obsidian-Tarnung freispielen, was wirklich extrem aufwendig wäre. Deswegen kann ich mir sowas auch gar nicht vorstellen. Schreibt mir auch gerne mal in die Kommentare, was ihr von Obsidian haltet. Also ich persönlich muss sagen, es sollte noch ein bisschen gefixt werden, dass diese Steine so ein bisschen mehr zur Geltung kommen. Aber es sollte auf keinen Fall besser als die Damaskus-Tarnung werden. Denn der Damaskus-Grind ist einfach das Schwierigste, was ihr aktuell haben. Es würde eigentlich keinen Sinn machen, wenn man für eine Waffe nur extrem grinden muss oder eine bessere Farbe bekommt, als wenn man alle Waffen wirklich auf Gold spielt. Wieso? Ah,
Spezi Bonus schmeckt. Nope. Digga, er wartet doch einfach auf mich. Digga, wie ekelhaft er spielt mit seinem Revolver. 49. Deswegen würde ich sagen, zocken wir den Rest einfach komplett mit der MP7 in Warzone. Versuchen die restlichen Kills dort zu machen und dann dort auch Obsidian freizuschalten. Und ich würde sagen, wir sehen uns in der Warzone. Let's go. So, komm schon, wir gehen auf Obsidian. Let's go. Links, links, links. Einer von oben. Fucking hell. Nope. Yep. Sind jetzt. Ein Code. Sind noch drei. Wo ist er? Er ist hier oben drin. Hier. Er ist hier. Teamwork, das bin hier. Zwei, drei, drei. Wo ist? Ah, ist mir. Geh mal. Let's go. GG's. Ja. Einer ist links, einer ist weiter links. Einer ist weiter links. Schön. Hey, dort, hey, dort. Was hier? Team ab. Zwei Team. Oh, what the fuck. Okay, besser ist. Ja, was soll ich da machen? Obsidian, let's go! Ich kann mich nicht hinlegen. Ah, was soll ich machen, Digga? Ja, spiel ich, Digga. Ja, was soll ich machen? Scheiß drauf, Digga. Obsidian, let's go. So, es ist mittlerweile der nächste Tag. Ich habe mir die Tarnung noch nicht in-game angeschaut und wir gucken uns das Ganze jetzt einfach mal in-game live an. Let's go. Ja. Ja, da hatte ich mir auf jeden Fall schon ein bisschen mehr erwartet für eine Tarnung, auf die man ohne mal gegrindet hat. Natürlich, die Aufgabe ist ja eigentlich nicht schwer, man muss einfach nur Kills machen. Aber Shipment hat schon extrem viele Nerven gekostet und dafür hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet. Aber ich muss sagen, die Ansätze von der Waffe, beziehungsweise wenn man jetzt so nachlädt, teilweise sieht das schon echt nice aus. Ich glaube, wenn sie das ein bisschen patchen, dass das ein bisschen mehr zur Geltung kommt, dann wird diese Tarnung auf jeden Fall noch um einiges besser, denke ich. Schreibt mir auf jeden Fall gerne mal eure Meinung zu der Tarnung in die Kommentare. Also ich muss sagen, so die Grundsätze von der Tarnung sind wirklich extrem nice. Allerdings, da muss noch ein bisschen was gemacht werden. Guys, you fucking attack whenever you want. Yeah, fucking useless. So, das wäre es auf jeden Fall von dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war auf jeden Fall extrem anstrengend. Ich werde, glaube ich, die Shipment 24/7 Playlist erstmal eine lange Zeit nicht mehr anfassen. Schreibt mir gerne eure Meinung zu der Obsidian-Tarnung in die Kommentare. Und wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr neu auf dem Kanal seid und nichts in Zukunft verpassen wollt. Lasst auf jeden Fall auch gerne ein kostenloses Abo da. Würde mich echt mega freuen. Und Leute, das wäre es jetzt endlich von mir. Haut rein. Ciao, bis zum nächsten Mal. Peace.